Was mit Technik so alles möglich ist. Ja. Ich habe mir ja so ein paar Gedanken gemacht. Gerade jetzt, wenn alles so ein bisschen chaotisch ist in der Zeit und wir nicht ganz wissen, was kommt, ist es doch ganz schön, wenn man mit Musik die Leute zusammenbringt. Und da wir uns jetzt nicht so physisch nahe sein können direkt, dachte ich mir, lass uns doch einfach die Herzen zusammenbringen. Und ich habe ein paar Lieder für euch vorbereitet, die mir gerade aus dem Herzen sprechen. Und das erste Lied heißt What's My Revolution? Da geht es darum, in Zeiten des Umbruchs gibt es viele verschiedene Strömungen, gibt es Leute, die sagen, so und so muss das laufen. Eine Revolution ist immer eine einschneidende Veränderung. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf meine Gedanken, wie ich mir denn so eine Revolution vorstelle und wünsche. I want a revolution for girls and for boys.
Dankeschön. Kurze Frage. Wie ist das Mischungsverhältnis? Hört ihr mich gut? Seht ihr mich gut? Habt ihr im Hintergrund auch schon entdeckt, was ich an den Spiegel gehängt habe? Ja, what's my revolution? Ich möchte Freude, Lachen, Tanzen, Singen, Liebe, Miteinander. Diese Vielfalt, die es auf der Welt gibt, das zu feiern, das ist die Revolution, die ich mir wünsche. Manchmal kommt es anders, als man denkt, als man sich wünscht. Und nicht immer ist es eitel, Sonnenschein, nicht immer ist alles gut. Und manchmal haut es dich auch ziemlich zu Boden. Und auch wenn ich meistens jetzt fröhliche, aufbauende, liebevolle Lieder schreibe, so habe ich doch auch den einen oder anderen Moment erlebt, wo ich mich auch gefragt habe, kann ich so weiterleben? Und wenn ja, wie? Und da ist ein Lied entstanden, was ich jetzt gerne für euch spiele. Das heißt Broken Wings. Vorher nochmal ein Schluck Wasser. Stay hydrated, folks. Everything's great.
zum Thema, wie kann man überleben ohne Liebe? Meiner Meinung nach gar nicht. Liebe ist der Motor des Universums und Musik ist ihre Sprache. Und ja, ich lebe und liebe Musik und ich freue mich über jedes Like, über jeden Applaus, über jede Freude. Und doch kann ich Musik nicht essen. Deswegen habe ich nämlich was Schönes vorbereitet. Ihr wisst ja, mit diesen ganzen Corona-Zeugs, wie kann man am besten die Local Artists unterstützen? Ich habe hier ein kleines Schild gemacht. Entweder werdet ihr das jetzt spiegelverkehrt lesen können oder richtig rumlesen können. Das liegt daran, dass ich gerade mit dem Handy die Frontkamera habe. Und ich glaube, so rum müsstet ihr das richtig rumlesen können. Wenn euch das gefällt, was ich mache und ihr sagt, boah, toll, Mensch Doro, das wollen wir unterstützen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr entweder eine CD oder eine DVD kauft oder aber mir auf PayPal eine kleine Spende zukommen lasst. Ihr könnt auch, ich schicke das nachher nochmal in die Links rein, ihr könnt auch das Album online digital euch anhören und downloaden. Da ist es günstiger, weil eben das ganze Booklet und die ganze Hardware nicht dabei ist. Die war ja auch eine wirkliche Kunst, so. Genau. Ansonsten seht ihr hier paypal.me/DoroTheaTausch. Da dürft ihr gerne sagen, Mensch Doro, wir finden das so schön, wir wollen mehr davon hören, was du machst. Ihr kriegt auch noch mehr jetzt auf die Ohren, ganz klar. Und genau deswegen möchten wir dir sozusagen diese Freiheit schenken, einen Teil zu deiner Freiheit beizutragen, uns mit Musik zu beglücken. Das nächste Lied. Das nächste Lied habe ich tatsächlich vor fast 10 Jahren geschrieben. Das ist schon ziemlich alt, deswegen aber nicht weniger aktuell. Wer auf YouTube mal geschaut hat oder so, da habe ich es letztens auch bei einer, als ich angefangen habe zu proben für heute, habe ich dieses Lied wiederentdeckt und dachte so, boah, das muss ich spielen. Und deswegen jetzt für euch ein deutsches Lied. Es heißt Großartig. Und ganz ehrlich, Leute, ich sehe jeden Tag so viele großartige Menschen und ich sehe so viele Menschen, die vergessen haben, wie großartig sie sind. Von daher, du bist großartig. Weil es das ist, was du bist. So steh
das hatte ich auch noch nicht, dass mitten. Also ich hatte es schon, dass mitten im Konzert Handys geklingelt haben, aber nicht so. Ist ja die Frage, wenn ich jetzt auf den Flugmodus gehe, bin ich ja weg. Das ist jetzt mein Learning für das nächste Mal. Ich mache das Handy auf den Flugmodus und schalte das WLAN ein. Könnt ihr mich bitte daran erinnern, falls ich das vergesse? Oh ja, großartig. Manchmal passieren Dinge, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und so ist auch das nächste Lied entstanden. Ich wollte eigentlich nur helfen, da sein, was weiß ich was. Ich wollte gar nicht groß was machen. Und dann steht da so ein Mann mit Bart und zotteligen Haaren, groß, so ein bisschen wie so ein Räuber-Hotzenplotz. Und guckt mich an und schaut mir in die Augen und es war so, und diese Augen, die haben geleuchtet. Die haben mich so in ihren Bann gezogen. Da konnte ich nicht anders. Ich muss ein Lied drüber schreiben. And suddenly your eyes. Go.
Wie schön, dass ihr alle mit dabei seid. Dieses Lied, das ist für mich so ein Sommersonne-Gute-Laune-Lied. Da bin ich immer, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, wenn ich das gesungen habe. Ihr seht es ja schon. Und ja, für diesen Menschen habe ich nicht nur dieses Lied geschrieben, sondern schon so einige und... Oder wegen diesen Menschen? Who knows? Ich habe auf der CD sind verschiedene Lieder. Es wird auch noch ein Lied gespielt. Ich werde auch noch ein Lied heute spielen, was auch auf der CD drauf ist. Genauso werde ich auch ein Lied spielen, gleich noch, was auf der DVD drauf ist. Ich habe ein sehr schönes Feedback bekommen für die CD. Und zwar ein Freund meiner Eltern aus meiner ersten Heimat meinte, die CD ist wunderschön, aber es ist so eine gewisse Traurigkeit drin. Und er würde mir wünschen, dass ich jemanden treffe oder dass ich sozusagen in eine Situation komme, wo ich Lieder schreibe, die einfach nur Liebe ausstrahlen. Und das hat mich sehr berührt, dieser Wunsch. Und dann war ich sehr froh, als ich das folgende Lied geschrieben habe und habe ihm dann auch gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich so ein Lied. Und dieses Lied heißt In dir. Nun trifft mich dein Blick, ich frage zurück.
ich sehe gerade die Zeit, sie rast dahin. Ich hätte noch zwei Lieder da. Sag doch mal an, soll ich beide noch spielen oder sollen wir eins rauskürzen? Was meint ihr? Habt ihr noch ein Momentchen? Ihr könnt ganz einfach ein Daumen hoch oder ein Herzchen schicken. Ich guck mal, ja, zwei Lieder sind es noch. Komm, die spielen wir noch, oder? Das nächste Lied ist mein persönliches Manifest. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, das öffentlich zu singen, weil es wirklich, ja, es ist mein Manifest. Das ist das, was ich im Leben machen will, was ich sein will auf verschiedensten Ebenen. Und es heißt Lichtbringer. Ah, Svenja schreibt, ich habe Zeit und freue mich, dir weiter zuzuhören. Kati ist auch noch dabei. Super. Dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit Lichtbringer. Was hilft die Dunkelheit der Welt? Die Trennung, die uns Leiden schickt. Der Schmerz, der uns gefangen hält. Wenn keiner mehr ein Licht erblickt. Wo wendest du dich hin, wenn deine Welt in Grau versinkt? Ich danke euch. Das ist immer so schön, wenn so die Herzchen aufploppen.
Mein Glas ist fast leer und so ist es mein Programm für heute auch. Ich habe noch eine letzte Nummer und nutze einmal noch die Chance, um ein bisschen zu sagen, das gibt es. Es gibt eine CD mit 7 Liedern, es gibt eine DVD, das ist sozusagen die CD-Release und gleichzeitig mein Diplomkonzert. Damals hatte ich noch richtig kurze Haare, das ist jetzt bald 9 Jahre her. Dieses Jahr werden es 9 Jahre, dass das her ist. Wahnsinn! Und da sind verschiedene Lieder drauf, da ist eine richtig geile Band mit dabei. Und da gibt es dann auch ein paar lustige Extras, weil es wäre ja langweilig ohne ein bisschen crazy, oder? Und damit alle das auch richtig rum oder spiegelverkehrt lesen können, paypal.me/DorotheaTausch. Da dürft ihr sagen, Mensch, jetzt haben wir uns das Ticket von Öffi gespart, wir haben keine Spritkosten, wir konnten ganz gemütlich zu Hause sitzen. Wir fanden das so schön. Da schicken wir der Doro ein bisschen monetäre Liebe, einen monetären Austausch als Ersatz für die Umarmung, die wir jetzt gerade alle nicht austauschen dürfen. Ah! Und dadurch schenkt ihr mir den Freiraum, weiterhin genau das zu machen, was ich liebe und woran ich euch auch teilhaben lassen möchte. Genau. Und jetzt haben wir noch ein Lied und dann verabschiede ich mich von euch und schicke euch ins Wochenende. Und später lade ich den Mitschnitt auch noch auf YouTube rauf für alle, die keinen Facebook-Zugang haben oder es verpasst haben. Es wird auf der Fanpage verfügbar sein, auf der Künstlerseite und auf YouTube. Den Link schicke ich dann in die Kommentare. Ja, das letzte Lied ist auch eines meiner Herzenslieder. Es heißt Word on Word, ist auch die letzte Nummer auf der CD. Und es geht darum, dass manchmal sich auch Wege trennen. Und dann sagt man, danke für die gemeinsame Zeit, danke für den gemeinsamen Weg, danke für all die Erfahrungen, die Geschenke, die Herausforderungen. Und jetzt gehen wir weiter. Thank you.
Dankeschön. Das war's für heute aus unserem Wohnzimmer. Dieses Klavier hat übrigens auch eine wunderschöne Story. Das ist nämlich auch auf der CD mitzuhören, unter anderem bei diesem Lied. Bei dem vergangenen Lied. Ich danke euch herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich wünsche euch weitere tolle Sonnentage. Haltet die Herzen offen und warm und leicht. Eure Doro. Und wo geht das jetzt aus? Da. Ich freue mich tierisch, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.